Peggy 18. So, da sind wir immer noch. Immer noch hier in unserem Lagerinstitut. Mhm. Jetzt müssen wir überlegen, wie es weitergeht. Du bist noch am Dekorieren, ne? Ich mach noch Dekorateursaufgaben hier. Ah, ich sehe schon, ne? Du dekorierst fleißig weiter. Ich bin jetzt mal drauf und dran, hier alles zu verarbeiten. Ach, ich dachte, du wolltest alles kaputt schlagen. Ja, jetzt schlagen wir alles wieder kaputt. Man müsste sogar noch eine Truhe machen für Dreck. Ja, das ist richtig. Zumindest eine. Ja, oder wir bauen so eine Verbrennungsanlage. Geht sowas? Ja, Mischlucker, baue ich. Mach ich. Pack baut Mischlucker. Brauche ich nur Lava. Crazy shit, ja, haben wir noch nicht. Kriegen wir aber noch. Nee, ich glaube aber sonst haben wir wirklich alles drin. Ich würde ganz gern hier, da würde ich was anderes reinbauen. Und zwar kommen hier zum Beispiel in dieser Sondertruhe. Das ist hier Wolle. Ich weiß nicht, was ich mit dem Ofen machen soll. Den brauchen wir ja, glaube ich, gar nicht, ne? Nicht zwingend. Also sind ja schon reichlich Öfen hier drin, ne? Ja, du musst mal gucken. Ich weiß jetzt nicht, Weil hier drüben ist auch noch ein Ofen so alleine. Aber der steht neben Erz und Gold. Das ist schon gut so. Das ist richtig. Ja, das ist richtig. Aber mehr Öfen brauchen wir gar nicht. Ist das denn jetzt hier eigentlich symmetrisch? Oh, das geht ja ewig nicht hier mit dem Scheißding. Mann, nun los. So, und dann schreibe ich erstmal hier, schreibe ich hin, Papier, das ist ganz wichtig, Papier, Bücher, etc. So, okay, dann ziehe ich mal los und hole mal das Zeug. Ne, ich kann ja schon was rein hier lassen. Eiche, habe ich Eiche? Ne, die Tür habe ich jetzt auf einmal. Hier die Tür, Alter. Danke. Das ist Birke. Das ist Birke. Birke ist 12 Jahre alt. Birke ist 12 Jahre alt. Heute leben wir. Die beste Freundin von Dörte. Genau, von Dörte. Dörte und Birke. So. Hier mache ich mal Schilder rein. Schilder. Wolle haben wir da drüben gehabt. Oh, ist das schön, wenn man alles einsortieren kann. Ich habe keinen Platz für Kies. Bergi braucht Kies. Kann man Kies braten? Warte mal, ich mir. Diesmal bei Stein mache ich einfach als Steinabfallprodukt. Muss ich jetzt nochmal neu machen. So. Das ist alles doof. So viel Kies braucht man. Oh, das ist hier. Alles wieder neu. Ja. Mach das besser. Drei Öfen, drei Truhe. Stock. Zaun. Leider. So. Ja, und dann kann man das da. Wird das denn so drunter organisieren? Ich will das mal gleich darstellen, wie das muss. So muss das. Und da wird einfach aufgefüllt. Leute. Leute. Seht ihr das, wie ich das meine? Wie ich das ganz gerne hier drin haben würde? So hätte ich das gern. Da wird das dann einfach aufgefüllt. So, dann wird es dann einfach gestapelt. Wenn man dann von allem genügend hat, dann sieht das gut aus. Finde ich. Gut sieht das aus. Birke, machen wir es auch mal genauso. Dann kann man später einfach dann reinklatschen, einfach stapeln. Und dann wachsen die Stapel an. Versteht. Hast du noch Birke? Wo ist Birke? Guck mal hier. Aber man muss gucken. Guck dann so, dass du was wegnimmst und nicht, einen ganzen Stapel wegnimmst. Kann man immer reingehen. Hast du gesehen? Ja. Dann kann man sehr immer, gut, sehr gut organisiert. Kannst einfach mit Shift dann reinpacken und dann füllen sich die Stapel nach der Zeit auf. So, jetzt hat das hier Hand und Fuß. Jetzt kannst du nämlich genau. Hier so rein und dann geht das automatisch auf. Jetzt hole ich mal den anderen Shit. So. Dann machen wir jetzt einfach da, holen wir den ganzen Krempel. Wir machen da jetzt Gemeinschaftslager. Roter Teppich, das. Crafting Papier, Karte. Gut, diese kleinen Sachen lassen wir hier. Wie jetzt Knochen und sowas brauchen wir nicht rüber reinräumen. Ja. Alles, was groß ist, nehmen wir jetzt mal die ganzen Stacks mit. Ja, die großen Sammeldinger halt. Die großen Sammelsachen. Das ist schon gut, ne? Schon eine sinnvolle Sache. Ich werde mir jetzt mal langsam mal hier eine Brücke zu dir rüberbauen. Das ist fressen, das bleibt auch hier, das bleibt auch hier. Das brauche ich jetzt auch nicht so. Hast du Blumen auch drüben? Nee, Blumen sind nicht drüben.
Willst du Blumen und so Gartengewächszeug? Hast du Gartengewächszeug? Nee, auch nicht. Ah, das wäre schon wichtig. Ich benutze ja sehr viel so Gartengewächszeug. Ich habe irgendwie Monster hier. Ich glaube wieder in meinem Luftschutzbunker unten. Eider Daus. In meinem Pornokeller. Warum ist hier Wasser denn noch? So ein Wasserlauf. Das habe ich da hingebaut. Finde ich schön. Okay. Okay, no comment. Bring das gute Zeug rüber. Ich bring. So, okay. Ah ne, da war noch Erze. Warte mal. So, das ist die Erze noch an. Dann, guck mal, Leute, gebratene Stein wird jetzt wie folgt organisiert, nämlich so. Ich werde dann mal hier. Genau, dann baue ich hier einen Übergang. Und dann langsam wird es hier wirklich voll. Das ist geil, da freue ich mich jetzt drauf, wenn wir das am Ende mal so voll kriegen. So. Das noch nie hingekriegt. Gut. So, Typ A Holz. Gucken, Eiche, ne? Eiche, Birke. Also, bedienen Eiche. Oh, gut. So. Dirt. Ich tue jetzt den ganzen Dirt in Oakwood rein. So. Der Rest ist Platz für Lehm hier noch. Wenn du Lehm so hast, ne? Nur her damit. Naja, ich hab aber kein Lehm. Du bringst gar nichts mit hier in den Haushalt. Gerade, ich mach hier alles voll. Na gut. Rote Wolle. So, was ist denn Fichte, bitte? Was ist denn Fichte? Fichte sind die aus dem Urwald, die, nee, nicht aus dem Urwald, die aus dem Schneebiotop. Stimmt, ja. Ah, ja. Wo ich mir die Farm angelegt habe, die Fichtenfarm. Ja, 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 Fichtenfarm. Das ist absolut, Schiene ist absolut episch Crap, ja. Das musst du ja hier hin tun. Und gucken, dass wir die Dinger voll kriegen hier, die Stacks. Das ist wichtig. Immer schön die Stacks voll machen. Immer die Stacks voll machen. Spaßig, ne? Wenn man alles jetzt einsortieren kann. Super! Ich weiß, das ist total geil. Oh, what the fuck? Wow. Ist der vor der Tür? Ne, der ist irgendwie, der bricht gerade in dein Haus ein. Oder. Aus? Da hinten ist ein Skelett. Geh nicht, geh. Da unten ist der, ich weiß, wo der ist. Der ist unten drin. Er ist unten drin? Komm mit, komm mit! Die Sau, Alter! Komm mit! Die dumme Sau! Tatsächlich. Er hat schon fast kaputt gemacht, ey. Krass, oder? Wahnsinn. Da ist noch was drin, da unten. Dumme Sau, ja, Fledermaus. Die kann man nicht. Wenn ich hier Licht mache, soll der Pornokeller eigentlich clear bleiben, ne? Ja. Der Pornokeller. Kommt mir nicht mehr raus. Da geht er rein wieder. Die Tür. Ach, rein. Da, da. Oh Gott. So ging es ja früher raus. Dachte schon. Ah, du hast hier auch noch die ganzen Sachen mit deinem. Ja, das sind ja die. Das sind ja Sachen, die können wir nicht einsortieren. Das ist ja so Kleincrap hier. Essen und sowas. Naja, ja, das willst du nur für dich haben, alles. Ja. So, so langsam wächst und gedeiht das ja. Also unser Lager ist ja schon ziemlich geil. Ich find's auch jetzt schon sehr nice. Haben wir noch irgendwo so Zombie-Zeug und sowas? Weißt du, so Rottenflash und Zombie-Gehirn und sowas? So, so, das hab ich so bei mir. Monsterabfall. Das soll ja mehr ein Lager sein für Häuser bauen und sowas, was wir da halt so brauchen. Sand? Hast du Sand? Sand ist da, ja, Sand und Glas. Ja. Sand? Ja, Sand und Glas da. Mach dann auf der linken Seite Sand und dann rechts wird dann Glas gemacht. Ja. Sieht man ja schon, wie ich das angelegt habe, so teilweise, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ich mach mal Farben, mache ich auch noch. Nee, in unserem Lager hier, haben wir Farben passen dann hier rein. Ja. Hier kommen Farben rein. Einfach hier so. Hast du denn da schon auch Farben da? Ja. Ja. Mit Elfenohren. Sieht ja gut aus. Der Bergi mit seinen Elfenohren. Mit diesen Elfenohren.
Sieht ja gut aus. I got gold. So. Guck, hier also, kommen dann Farben rein. Guck mal. Tja, hier. Sind hier überhaupt. Ne, da ist ja gar keine Kohle drin. Wir haben gar keine Kohle. Ja, gut, aber nicht genügend. Ich hab mal gucken, wegen Kohle. Wenn du denn sowas reinpackst, wie zum Beispiel so das Erz gleich braten. Ja. Das Erz brauchen wir ja nicht eigentlich. Das stimmt. So, da ist das ganze Holz. Links ist eigentlich das ganze Holz gebraten. Lehm und Ziegel. So, und Dreck schmeißen wir weg. Ja, hab ich. Dann brauche ich für Dreck noch einen Müllhalden-Dings-Kiechens. Dingens-Kiechens. Das ist Peggy's Next Project. So. Ich hol nochmal, ich hab ja noch. Erde. Jetzt bin ich ins Wasser gefallen. Hast du Schienen schon reingesäumt? Ja, hab ich. Das ist für einiges, da können wir uns vielleicht schon einen ordentlichen Zug bauen. So. Crazy stuff. So, haben wir echt alles. Achso, mit der Eiche muss ich nochmal neu organisieren hier. So, jetzt pass auf. Da Wolle, das nehme ich noch mit, das nehme ich noch mit, das. Andersrum. So, immer von groß zu klein. Ne, das haben wir gesagt. Monsterabfälle haben wir da noch keine. Immer von groß zu klein. So. Und dann hier sind die Eichenbretter. Okay, den Rest lasse ich hier. Treppen haben wir hier gehabt. So. Dann bauen wir auch nochmal. Ja, Treppen können wir später bauen. Oh. Ja, das lassen wir jetzt mal so. Ist ja schön, wir haben alles. Urwald schön. Alles voll schön. Alles schön. Urwald schön. Wir sind so schön. Stein. Oh, Stein ohne Ende. Aber auch schön, ne? Auch schön. Sand, Sand und Glas. So. Ich brauch gleich mal hier so ein Ding. Was habe ich denn da noch? Wolle. Wolle und Mund. So. Boah, wie viel Redstone wir haben, ist ja unfasslich. Unfesserlich. Und Ziegel habe ich auch schon ordentlich gesammelt. Guck mal hier, Ziegel rein. Alter. Oha. Ja. So, den Teppich mache ich mal bei Farben rein hier einfach, den Teppich. Ja. Würde ich mal sagen. Kann man sich auch rausholen. Da ist ein Haufen Lapislazuli. Lapislazuli, ja, das brauche ich dann mal. Ich brauche blaue Farbe. Bleu Couleur. So, und unten ist Wolle und Bunt. Eine Menge blaue Farbe. Boah, das ist schon geil jetzt. So. Jetzt haben wir nichts mehr in den Taschen. Nur mal gucken, dass wir ordentlich Kohle. Das heißt, nächste Mal schon mal gleich wieder. Müssen wir gleich wieder nach unten eigentlich. Ordentlich Wolle, ordentlich Kohle besorgen und so. Ja. Wundert mich eigentlich, dass wir da nicht so viel haben. Gell? Mhm. Aber wir waren, glaube ich, auch so geflasht, weil so viel Eisen da war, wir konnten auch gar nichts anderes mitnehmen. Ja. Aber zu viel Eisen. Ich muss von oben noch das Holz runterholen, Leute. Das habe ich dann endlich auch mal hier oben den Dreck und so weg. Passt alles gar nicht rein, das ist echt zu viel Stein. Das muss halt gebraten werden, das ganze Stein ist scheiß. Und da ist das Holz, das passt schon. So. So. Sag ich endlich mal hier einen Weg. So, scheint bright like a Silberling habe ich hier noch. Erze. Silber. Haben wir viel Silbereisen, ne? So. Denn das Skelett steht immer noch da hinten im Wald drin. Es geht hier wie im Ding, ne? Oh. rein raus. Und wir am Hauptbahnhof. Das ist Treppe, kommt da hin. So. Da kommt jetzt noch Urwaldholz. Können wir schon mal gleich auch hier so anlegen. Urwaldholztreppe. Crafting Pflastersteinmauer habe ich. Krass, oder? Ja. Das ist heftig.
weiß gar nicht, was mir das. Da war schon, wie man es benutzt, aber. Hab's nicht gemacht, so bis jetzt. So, so gut. Also nicht so benutzt, ne? Wieso hatte ich noch nie ein Licht in meinem Haus? Ne? Nee, anscheinend nicht. Mein Haus ist eben ja so eine behelfsmäßige Hütte gerade noch. Ja, mein ist ja auch nur eine kleine Butze. Ja, aber du hast da schon was drin. Ja. Ich muss ja noch umbauen dann. Druckplatte. So, was wollte ich denn nun? So, ich wollte dies. So, Leute, so langsam haben wir. Oh. Jetzt habe ich echt alles langsam ausgeräumt. Oh, wow! Wow! Jetzt reicht's aber. Becky wird attackiert. Aber echt. Attack, 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 attack. Das muss ja nun auch nicht sein. So. Okay. Jetzt haben wir echt einen Haufen Zeug drüben. Ich schleppe mal den Dreck mit mir rum. Ich glaube, ich mache da oben aber die Truhen noch ganz leer. Ansonsten ist es echt nur halbe Arbeit getan. Ja. Das ist sonst kacke. So, Eichenlaub-Deko-Zeug, da können wir uns noch was anderes bauen. Ah, wir haben zu viel Stein. Beziehungsweise zu wenig Kohle. Um es ja zu verbraten. Kohle brauchen wir irgendwie. Ich habe hier 31 Kohle, ich will die jetzt auch nicht wegtun hier. Brauche ich auch immer ein bisschen Kohle. In der Butze. Oh, hier ist auch noch Eisen, Leute. Das zeigen wir den Päckchen aber nicht. Eine eisernen Eisenvorräte. Ja, ich kann ja auch ein bisschen Holzkohle produzieren, wenn wir so viel Holz haben. Ja, rein theoretisch. Ja, ich will jetzt raus. Da hinten läufst du? Okay, ich dachte schon, das wäre ein schneller. Wenn sind Zombies im Anmarsch. Oh. Schnell rein, du hast schon wieder einen Pfeil im Rücken. Wie war denn das mit der Kohle? So oder so? Ah, Leute, sowas. Oh, nicht das gute Fichtenholz. Oh. So, hier produziere ich jetzt ein bisschen Holzkohle erstmal. Das Fichtenholz musst du echt vorsichtig sein, weil der Fichte ist ziemlich weit weg, der Fichtenwald. Ja. Dass du davon nicht zu viel verwendest. Oder zumindest dann wieder nachpflanzt bei mir im Garten da hinten. Da ist ja ein bisschen was. In meinem Fichtengarten, weißt du? Riesig. Weil das ist echt schwer ranzuschaffen. So. Haben wir das auch? Oh, schon jetzt. Ich hab da gerade noch so ein Projekt hier am Laufen. Ne? Cool. Das ist echt eine teure Putze hier jetzt, ne? Mit dem ganzen Zeug drin. Ja. Geil. 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 Und Kies. Zwischendrin. Ah ja, guck, es brutzelt vor sich hin, der erste Ofen. Den kann ich ja mal halbieren, dann lass den auch noch da hier ein bisschen brutzeln, da geht alles ein bisschen schneller. Dann halbieren wir das nochmal. Dann geht der auch noch gleich an. Dann haben wir erstmal Holzkohle für alles. Wenn die ja, lässt, das wäre gut, weil dann können wir da zumindest schon mal die Sachen, ein paar Sachen so anbrennen. Ja. Und dann müssen wir dann so langsam mal wieder in die Höhlen. Langsam aber sicher, du, ich sag's dir. Aber es ist geil, dass wir jetzt schon mal einen Großteil haben. Ja. Dass wir das jetzt auf jeden Fall schon mal fertig haben. Das macht mich stolz. So. Was wir brauchen, ist ein Kuhstall. Oder erinnert mich noch an was? Als wir unseren letzten Kuhstall gebaut haben. Der war ein bisschen hardcore, ne? Ja. So, so. Weil Kühe brauchen wir, weil uns fehlen Kühe. Ja, definitiv. Und Schweine. Ich meine, die Schafe so gut wie sie, so gern wie ich sie hab, aber Schaf allein macht auch nicht froh. Das stimmt. Ich gehe mal auf meinen Fußballplatz und gucken, ob da was los ist heute Nacht. Was ist Party? Das ist immer Party. Oder hinten stehen sie schon an der Seitenlinie, Seitenaus. Ja, alle im Abseits. Aber mich wundert, dass auf meinem Rasen nichts wächst. Gott sei Dank. Ja. Ich wollte auch gerade sagen, ist doch gar nicht so falsch. So.
Und dann müssen wir uns überlegen, wie wir die Bahn denn noch da rauskriegen, ne? Aus dem. Stimmt, ja, die Bahn. Das ist allerdings wichtig. Müssen wir mal einen Plan einfallen lassen, wie wir von da aus dann hier, als Global Player mit der Bahn dann durch die Gegend fahren können. Ob wir uns nicht hier nochmal eine Treppe nach unten bauen und unten dann so eine Art U-Bahn-Schacht haben und dann fahren wir mit der Bahn raus. So ein U-Bahn-Bahnhof, ja, genau. Und dann fahren wir mit der Bahn raus, so seitlich hier am Wasser vorbei. Weißt du, sich überall? Oder kriegen wir sie hier doch, irgendwie das raus? Das lässt sich doch, das kriegen wir sie hier nicht. Hier kriegen wir sie nicht raus, hier ist so wenig Platz. Ja, da braucht man einen extra Raum noch für. Umschlag. Wir müssen ein kleiner Umschlagplatz. Muss nicht ganz so groß sein wie der Raum hier, aber. Ja, aber so eine kleine Kammer, wo schon so zwei, drei Züge dann so mal hin und her fahren können. Genau. Ja. Müssten wir halt bloß dann. Ja, geht man von hier, man kann ja auch dann von hier. Kann man dann nach links und rechts gehen. Oder man geht nochmal eine Treppe nach unten. Genau. Dann machen wir den Crafting Table auch so mit einfach weg, ist ja nicht so schlimm. Ja, dann machen wir dann nochmal so eine schöne kleine Treppe, die dann geht und führt wirklich so und ein, zwei Stockwerke runter. Genau. Und dann können wir von da den Zug starten lassen. Oh, wird das geil. Und noch alle keine Ahnung, Alter. Geh mal schlafen. Machen wir ein Päuschen, oder? Ein Päuschen? Ja. Weiß gar nicht, wie lange die Folge jetzt ging. Wir machen es einfach. Ja, ich denke auch. Mal ein bisschen länger, mal ein bisschen kürzer, je nachdem, wie es gerade noch ist, ne? Bis gleich oder bis morgen, nächste Folge, liebe Leute. Jo, bis morgen. Ciao, ciao. Ciao.